Wer zu uns in die Sendung kommt, der hat viel zu erzählen. Tendenziell muss ich sagen, macht mir das auch Spaß. Es ist einfach schon cool irgendwie. Deshalb sind wir eine der meistzitierten TV-Sendungen. Ich habe ihn das erste Mal dann kennengelernt 2002 im November. Das erste Mal, dass er mit mir gesprochen hat, war dann glaube ich 2005. Ich habe mit Uli Hoeneß telefoniert, na klar. Also er mit mir, ich habe seine Nummer nicht. Ich war unbekannter Teilnehmer, hatte Glück, dass ich überhaupt rangegangen bin. Natürlich war es auch denn der Job, einfach einen Titel zu holen. Das ist die Pflicht eines Nationaltrainers in Deutschland. Geschichten, die für Gesprächsstoff sorgen. Auf unserem YouTube-Kanal und auch bei Facebook, wo ihr noch näher dran seid. Auf unserer offiziellen Seite habt ihr die Chance, ein Teil der Sendung zu werden. Da haben wir eine kleine Rubrik ausgegeben vor der Sendung, Frag den Fee. Wenn ich Bundestrainer wäre, dann würde ich endlich mal Weltmeister werden. Schaltet euch ein und wir geben eure Fragen weiter, auch wenn die Sendung längst vorbei ist. Herr Streich. Die Frage von Florian ist, würde Christian Streich auch in Bayern, Dortmund, Schalke oder überraschenderweise nochmal bei Bayern funktionieren? Witzige Randgeschichten und persönliche Einblicke. Herr Loss, was machen Sie zu Hause? Also ich räume schon den Tisch ab, wenn es geht. Ja, ja. Dazu der Blick hinter die Kulissen unserer Sendung, die einmal im Monat aufgezeichnet wird. Und zwar immer dort, wo unsere Gäste sind. Man verabredet mit der Redaktion, welche Elemente will man produzieren, wen möchte man mit der Kamera besuchen. Echte Größen des Sports. Hautnah erleben. Und, wie war es im Jahr? Super, Wahnsinn. Ich bin ja schon mal selber gefahren, das Ding. Das gibt es nur auf unserer Facebook-Präsenz, die euch zudem jederzeit mit allem Wissenswerten rund um die Sendung versorgt. Das ist natürlich eine Riesensache. Da habt ihr natürlich unheimlich viel Mühe gemacht. Unglaublich. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Deutschlands einzige Sport-Personality-Talkshow, der Audi Star Talk. Auch auf Facebook. Ja.